Autobahn des Lebens. Der Verspätete. Du sitzt in deinem Auto, fährst durch die finsterste Nacht. Einzig die in regelmäßigen Abständen stehenden Straßenlaternen erleuchten dir den Weg. Nicht, dass du sie brauchen würdest. Es ist ohnehin nichts los auf der Autobahn, was dich unterbewusst zwar ein bisschen wundert, dir im Grunde genommen aber völlig egal ist. So wie Egalität zurzeit den Großteil deines Lebens einnimmt. Seit jenem Tag hat alles an Bedeutung verloren. Deswegen kümmert es dich auch nicht, dass du zu spät zu deiner Verabredung kommst. Wobei zu spät bedeutet, dass du die Geduld deiner Gastgeber schon seit mindestens 2 Stunden überstrapazierst. Mehrfach hat man versucht, dich auf deinem Mobiltelefon zu erreichen. Du hast das Klingeln geflissentlich ignoriert, obgleich es dir gehörig auf den Geist gegangen ist. Irgendwo in den Tiefen deiner Seele hatte sich eine brodelnde Wut gebildet. Sie verlangte danach, das klingelnde Gerät zu greifen, ranzugehen und dein Gegenüber anzubrüllen. Ganz gleich, was du ihm oder ihr an den Kopf knallst. Hauptsache, du machst diesen rasenden Emotionen endlich mal Luft. Doch du tust es nicht. Stattdessen schluckst du die Erregung herunter, so wie alle Gefühle in letzter Zeit. Du tauchst sie in einen dunstigen Nebel, der ihre Existenz nur erahnen lässt. Bald schon werden sie gänzlich verschwunden sein. Dann wird es dir endlich besser gehen, weil du überhaupt nichts mehr fühlen musst. Keinen Schmerz, keine Sorge, kein »Was ist das?« Quer über die Autobahn erstreckt sich in mehreren hundert Metern der Höhe eine weitere Spur. Das allein stellte keinen Grund zur Verwunderung dar. Die Schemen, die du in der Dunkelheit erahnst, hingegen schon. Sie sind zu dritt, das erkennst du trotz der Entfernung. Bedrohlich stehen sie da, direkt auf dem brückenartigen Konstrukt, und du hast das unbeirrbare Gefühl, dass sie dich anstarren, dass sie auf dich warten. Das ist natürlich Blödsinn und das weißt du, doch lässt sich die beklemmende Angst nicht so leicht abschütteln. Du wirst langsamer. Noch ist es nicht zu spät umzudrehen, denkst du dir, rufst dich im selben Moment aber zur Raison. Jetzt bist du schon den weiten Weg bis hierher gekommen. Da kannst du es genauso zu Ende bringen. Es sind nur noch 20 Minuten, eine halbe Stunde maximal. Außerdem hast du es versprochen. Nicht, dass dieses Wort dieser Tage irgendeinen Wert hätte. Während du so deinen Gedanken nachgehst, kommst du den 3 Gestalten immer näher. Sie haben sich nicht wegbewegt, nicht einen Millimeter. Sie scheinen wie erstarrt, ihre Augen stur auf dich und deinen heranfahrenden Wagen gerichtet. Freilich kannst du das nicht wissen. Immerhin sind sie weiterhin zu weit weg, um mit Sicherheit zu urteilen, dass es sich überhaupt um Menschen handelt. Aber aus irgendeinem dir unerfindlichen Grund weißt du es eben doch. Einfach weiterfahren, denkst du. Bloß nicht anhalten und erst recht nicht umkehren. Sie riechen deine Angst. Sie werden dir folgen. Sie werden dich jagen. Sie werden... Schluss jetzt! Das ist doch lächerlich! Herrgott nochmal! Deine Hände verkrampfen sich, indes du das Lenkrad fester umschließt. Unbemerkt drückt dein Fuß ein bisschen stärker auf das Gaspedal. Du willst hier nur weg. Wenn du die Spur über dir erst einmal hinter dich gebracht hast, wird der restliche Weg ein Klacks. Seltsamerweise freust du dich je, dem warmen Empfang deiner Verabredung in die Arme zu laufen. Ob schon mit ihm die Erinnerungen wiederkommen werden, so ist er doch allemal besser
als sich dieser schrecklichen Situation ausgesetzt zu sehen. Kurz bevor du unter die Brücke fährst, wirfst du einen letzten Blick nach oben. Es handelt sich tatsächlich um Menschen, drei an der Anzahl, und wie sie so auf dich herabstauen, bist du dir unvermittelt sicher, sie bösartig grinsen zu sehen. Sie fletschen die Zähne wie Raubtiere, bereit, ihre Beute zu zerreißen. So schnell wie der Eindruck dich erreichte, so schnell ist er wieder vorbei. Du befindest dich unter der Spur. Gleich lässt du die finsteren Gestalten hinter dir. Da ist schon das Ende. Du kannst es sehen. Du fährst hindurch. Ein Knall durchbricht die angespannte Stille. Glas wird zertrümmert. Du verlierst die Kontrolle. Das Folgende geschieht im Zeitraffer, was es dir unmöglich macht, die Details zu realisieren. Dein Wagen gerät ins Schlittern. Kein Wunder, es ist Winter. Zwar sind die Straßen nicht spiegelglatt, aber dennoch weit entfernt von gänzlich frei von Eisflächen zu sein. Das Auto knallt gegen irgendetwas. Es hebt ab, rotiert mehrfach. Dir dreht sich der Magen um. Das stählerne Gefährt schlägt wieder auf den Boden auf. Es wirbelt erneut herum. Metall kreischt laut auf. Irgendwann endet die Tortur. Du bekommst es im ersten Moment überhaupt nicht mit, weil keine Stille eintritt. Du schreist, auch das bemerkst du nicht sofort. Erst als dir bewusst wird, dass deine Schreie nunmehr das Einzige sind, was die Ruhe stört. Du verstummst. Die Totenstille, die folgt, ist unerträglich. Am liebsten würdest du wieder schreien, doch dein Mund gehorcht dir nicht mehr. Dein ganzer Körper ist gelähmt. Was ist geschehen? Warum ist alles verkehrt herum? Endlich wird dir klar, dass dein Auto auf dem Dach liegt. Dem Himmel sei Dank hast du dich angeschnallt. Doch jetzt hängst du hier, wie eine Fledermaus kopfüber, und das Blut pocht in deinen Ohren. Außerdem fließt es aus einer Platzwunde aus deinem Kopf heraus auf die unter dir liegende Verkleidung des Wagens. Vermutlich hast du dir den Schädel am Fenster angeschlagen, denn der Airbag vor dir, der gleich beim ersten Aufprall herausgeschossen gekommen war, hätte dich vor jeglichen frontalen Schaden bewahrt. Okay, eins nach dem anderen. Erst einmal durchatmen. Überraschenderweise gelingt es dir. Dein Herz pocht wild, aber du beruhigst dich. Ein wenig zumindest. Zweiter Schritt. Dich in eine aufrechte Lage bringen. Lange hältst du in dieser Position nicht aus. Wenn das geschafft ist, Handy suchen und Hilfe rufen. Hoffentlich funktioniert es noch. Während der Fahrt hat es auf dem Beifahrersitz gelegen. Entsprechend dürfte es ein paar Mal hin und her geschleudert worden sein, was bei der heutigen Technik vermutlich bedeutet, dass es in 1000 Teile zersprungen ist. Egal. Du musst es zumindest versuchen. Immerhin bist du hier draußen, Mutterseelen allein. Halt! Deine Planung gerät in Stocken, als dir bewusst wird, dass das nicht so stimmt. Du bist nicht allein. Ganz und gar nicht. Die drei bösartig Grinsenden, jetzt bist du dir sicher, es dir nicht eingebildet zu haben, Gestalten, die dich von oben herab beobachtet haben. War es nicht ein Stein, der auf deine Frontscheibe geknallt ist und dafür gesorgt hat, dass du erst in diese missliche Lage geraten bist? Ja, da bist du dir ziemlich sicher. Stellt sich nur die Frage, sind sie fertig mit dir? Oder war das erst der Anfang? Ich muss hier raus, schreist du dir innerlich zu. Augenblicklich suchen deine Hände hektisch nach der Gurtschnalle. Sie finden sie zwar sofort, fummeln dann aber nutzlos daran rum. Gleich, wie oft du drückst, wie kräftig du zerrst, der Gurt löst sich nicht. Verdammt, warum muss das hier wie im Film sein? Fehlt nur, dass ein auslaufender Tank dafür sorgt, dass das Auto Feuer fängt und jeden Moment in die Luft fliegt. Dergleichen geschieht nicht.
Die Alternative ist allerdings leidlich besser. Während du vergeblich versuchst, dich zu befreien, dringen Geräusche an dein Ohr, die du eindeutig als Schritte identifizierst. Instinktiv weißt du, dass es sich um drei Personen handelt. Panik macht sich in dir breit. Die Raubtiere sprechen kein Wort miteinander. Sie kommen nur gemächlich näher, als hätten sie keinerlei Grund zur Eile. Dabei ist es doch möglich, dass jederzeit jemand weiteres hier vorbeigefahren kommt, oder nicht? Dein Kopf ruckt zur Seite. Erschrocken stellst du fest, dass dein Wagen nicht auf der Straße zum Liegen gekommen ist. Alles, was du siehst, sind Bäume. Wie weit bist du vom Weg abgekommen? Wer soll dich hier denn sehen können? Niemand. Deswegen waren die drei ja so entspannt. Sie hatten alle Zeit der Welt. Oh Gott, warum nur? Warum nur bist du nicht pünktlich losgefahren? Wärst du nicht spät dran gewesen? All das hier wäre nie geschehen. Du hast keine Zeit mehr, weiter über solche Lappalien nachzudenken. Ein Stiefelpaar gerät in dein Blickfeld, dicht gefolgt von zwei weiteren. Wenige Sekunden später siehst du dich Auge um Auge deinem Widersacher entgegen. Sein Kopf ist richtig herum, was dich im ersten Moment irritiert. Dann erkennst du, dass er seinen eigenen Körper so verbogen hat, dass er geneigt zum Boden zeigt. Anders als erwartet spiegelt sich in seinen Augen keine Gier wider, keine Mordlust, kein Verlangen. Im Gegenteil, da ist schlicht gar nichts, nur Leere. Irgendetwas hat diesen Menschen vor langer Zeit völlig ausgehöhlt und nur eine Hülle zurückgelassen. Er ist kein Raubtier, nein. Er ist etwas viel Schlimmeres. Er ist ein Mensch, dem alles gleichgültig ist, für den nichts mehr eine Bedeutung hat, der einem Leben keinen Wert beimisst und deswegen in der Lage ist, ein solches ohne Zögern zu zerstören. Holt ihn dort raus, sagt der Fremde, was du im ersten Moment überhaupt nicht registrierst, weil seine Stimme so monoton, so leer klingt. Das Gesicht entschwindet, doch es wird schnell von einem zweiten ersetzt. Jemand kniet sich zu dir nieder. Der Kerl unterscheidet sich nicht sonderlich von dem ersten, außer dass er ein bisschen jünger ist. Ansonsten der gleiche emotionslose Ausdruck. Er hat ein Messer in der Hand, was deinen Pulsschlag in die Höhe treibt. Als die Klinge näher kommt, willst du nach ihr schlagen, doch erneut bist du vollständig paralysiert, starr vor Angst. Glücklicherweise trachtet es ihm nicht danach, dir mutwillig Verletzungen zuzufügen. Stattdessen schneidet das Messer nur den Gurt durch, der dich fest umschlungen hält. Natürlich knallst du deswegen ungebremst auf das Dach deines Autos, ein höllischer Schmerz explodiert in deinen ohnehin schon ledierten Schädel. Die Impulse sind so heftig, dass du deine Schultern, die Prellungen bei dem Sturz abbekommen haben, überhaupt nicht spürst. Zeit zur Erholung wird dir nicht gewährt, da dich bereits zwei kräftige Hände packen und aus dem Wagen zerren. Wieder erwacht in dir das Bedürfnis, dich zur Wehr zu setzen, und wieder bist du dazu nicht in der Lage. Dein Körper ist so unendlich schwer, die rasenden Schmerzen in deinem Schädel rauben dir die Sinne. Hinzu kommt die Last der letzten Wochen und Monate, welche ihr Übriges tut. Du kannst nicht mehr. Du willst nicht mehr. Wenn es das gewesen sein soll, dann bitte. Mögen andere über den Fortgang deines Lebens entscheiden. Sie legen dich auf den Rücken. Wenigstens ist der Waldboden weich, wenngleich bitterkalt. Du frierst, doch du weißt, dass es nicht für lange sein wird. Du weißt es so sicher, wie du beim Anblick der drei Gestalten wusstest, dass du diesen Tag nicht überleben würdest. Ein letztes Mal öffnest du die Augen und erstarrst vor Schock. Die Häscher stehen um dich herum. Der erste des Begrüßungskomitees, links von dir,
der zweite rechts und der dritte, den du jetzt zum ersten Mal erblickst, in der Mitte. Dieses Gesicht, nein, das kann nicht sein. Der dritte im Bunde, das ist unmöglich. Ihm scheint es nicht anders zu ergehen. Er starrt fassungslos auf dich herab, zittert kaum merklich am ganzen Körper. Gibt es ein Problem? Fragt der Erste kalt. Der Angesprochene zögert. Dann werden seine Gesichtszüge wieder hart, emotionslos. Er schüttelt den Kopf, umschließt den massiven Stein in seiner linken Hand ein bisschen fester und macht einen Schritt auf dich zu. Gut, denkst du, dann sei es so. Mime meinen Henker, wenn du es denn unbedingt für nötig hältst. Du spürst den ersten Schlag, doch nur für den Bruchteil einer Sekunde. Dann versinken sämtliche Empfindungen in der ewigen Finsternis. Der Pünktliche. Du sitzt in deinem Auto und fährst durch die langsam einbrechende Nacht. Einzig die in regelmäßigen Abständen stehenden Straßenlaternen erleuchten dir den Weg. Nicht, dass du sie brauchen würdest. Es ist ohnehin nichts los auf der Autobahn, was dich ein bisschen wundert. Für gewöhnlich ist sie um diese Zeit... Ach, was redest du da? Eigentlich ist sie zu jeder Zeit ausgiebig frequentiert. Womöglich ein weltumspannendes Ereignis, das dir entgangen ist? Ein Fußballspiel oder etwas Ähnliches? Möglich, aber unwahrscheinlich. Selbst unter Millionen begeisterter Fans gibt es solche, denen es nicht vergönnt ist, jederzeit die Arbeit niederzulegen, zumal sich nicht die gesamte Weltbevölkerung Fußballfan nennt. Wegen einem einzigen Spiel steht die Welt oder nur eine Stadt nicht still. Egal. Es wird schon irgendeine logische Erklärung dafür geben. Deine Gedanken werden ohnehin von dringlicheren Themen eingenommen. Dem Besuch. Deine Motivation diesbezüglich liegt wie schon die ganze Woche auf dem Tiefpunkt. Seit jenem Ereignis ist das Verhältnis zwischen dir und deinen Großeltern angespannt. Gelinde gesagt. Aber es nützt ja alles nichts. Die alten Herrschaften sind die einzige Familie, die du noch hast. Die Eltern lange tot, dein Bruder. Die Erinnerung bohrt sich mit gewohnter Intensität in deinen Brustkorb. Verfluchter Idiot, denkst du, indes sich deine Hände fester um das Lenkrad klammern. Ein Klingeln neben dir reißt dich aus deinen Gedanken. Genervt wirfst du einen kurzen Blick zur Seite. Natürlich, Großmutter. Sie wird wissen wollen, wo du bist, obwohl du vermutlich sogar überpünktlich erscheinen wirst. Blindlings suchst du mit deiner freien Hand, die andere hält das Lenkrad, nach dem Handy, welches auf dem Beifahrersitz liegt. Es wird Zeit, dass du dir eine Freisprechanlage besorgst. Schließlich findest du das verdammte Ding und gehst ran. Ja? Fragst du und lauschst der zittrigen Stimme am anderen Ende. 20 Minuten noch, maximal eine halbe Stunde, antwortest du knapp. Bis gleich. Du legst seufzend auf, wirfst das Gerät achtlos neben dich auf seinen Platz zurück. 20 bis 30 Minuten himmlische Ruhe. Die Vorfreude, die du verspürst, straft deine Gedanken Lügen. Im Grunde bist du froh, deine Familie wiederzusehen. Einerseits intensivieren sie den Schmerz, weil sie dir den Verlust wie einen Spiegel vorhalten. Andererseits ist geteiltes Leid halbes Leid. Selbst wenn die beiden ihre Art haben, damit umzugehen, sind sie dir doch eine Stütze in Zeiten der Verarbeitung, welche sich träge dahin und einen endlosen, grauen Schleier nach sich zieht. Eine Viertelstunde später bist du schon da. Wesentlich schneller als erwartet, weil die Autobahn selbst auf den letzten Metern nicht wie gewohnt gerammelt voll, sondern wie ausgestorben war. Gelegenheit, lange darüber zu sinnieren, bekommst du nicht, weil schon die Haustür aufgerissen wird und deine Großmutter dir entgegenrennt. Nun ja, er schleicht,
aber sie gibt ihr Bestes. Ein warmes Gefühl macht sich in deiner Brust breit. Eine Wand aus Sarkasmus hin oder her. Du bist wahrhaftig froh, hier zu sein, um nicht zu sagen glücklich. Es werden ein paar schöne Tage. Schön, dass du da bist, begrüßt dich deine Großmutter mit einer festen Umarmung, bei der du deutlich jeden ihrer Knochen spürst. Jedes Mal, wenn du zu Besuch bist, ist sie in der Zwischenzeit ein wenig mehr abgemagert. Wie soll es nur mit ihr weitergehen? Drinnen begrüßt dich dein Großvater mit einem festen Händedruck. Begleitet wird sie von einem knappen, fast schon militärisch anmutenden Nicken. Und das, obwohl er nie gedient hat. Nicht, dass dieser Umstand etwas an seiner zu jeder Zeit stillernen Miene und seinen klaren grauen Augen ändern würde. Im Gegensatz zu deiner Großmutter wird dieser Mann vermutlich noch in 100 Jahren leben und dem Tod lachend ins Gesicht spucken. Während er ins Esszimmer vorgeht, wird dir jedoch schmerzlich bewusst, dass es sich dabei lediglich um eine Traumvorstellung handelt. Indes er sich humpelnd auf seinen Stock abstützt, zittern seine Beine so heftig, dass du befürchtest, er könnte jeden Augenblick zusammenbrechen. Es ist nicht zu bestreiten, dass in dem Mann weiterhin Kraft ruht, doch jede Strenge und Härte wird eines Tages vom Alter gebrochen. Beim Essen redet ihr nicht übermäßig. Ein bisschen Smalltalk bestenfalls. Es ist, wie immer, seit... Dieser Tag ist wie eine stillerne Wand, die zwischen allem steht. Zwischen einem guten, sorgenfreien Leben, zwischen tiefergreifenden Gesprächen mit der Familie. Ob sie es je schaffen werden, diese Wand einzureißen und da weiterzumachen, wo sie aufgehört haben? Stört es dich, wenn ich den Fernseher ein bisschen anmache? Fragt deine Großmutter, jedoch nicht dich, sondern den Alten. Der brummt nur irgendetwas Unverständliches. Es stört ihn. Aber er spricht das nicht aus, da er kein Interesse an einer Diskussion über das Verpassen der Lieblingstalkshow mit seiner Frau hegt. Der Fernseher wird eingeschaltet. Zu früh, wie sich herausstellt. Es laufen noch die Nachrichten. Egal, sie werden sanft im Hintergrund vor sich hindudeln, dem einzigen Zweck dienend, jede Konversation im Keim zu ersticken. Dennoch hörst du mit halbem Ohr hin, da dein aktueller Wissensstand das Weltgeschehen betreffend einige Löcher aufweist. Wie der Umstand beweist, dass du weiterhin keine Erklärung für die menschenleeren Straßen gefunden hast. Überraschenderweise wird über die Autobahn berichtet, die du vor wenigen Stunden entlang gefahren bist. Der Bericht handelt von einem Unfall, bei dem ein junger Mann ums Leben gekommen ist. Eine Identifizierung war bislang nicht möglich, aber die Polizei vermutet, dass der Tod durch Fremdeinwirkung herbeigeführt wurde. Unbeabsichtigt wendest du dem Fernseher ein wenig mehr Aufmerksamkeit zu, indem du hinsiehst. Just in diesem Moment schwenkt die Kamera über den schrecklichen Tatort. Für eine Sekunde wird ein Blick auf den Leichnam gewährt. Genug Zeit, damit es dir den Atem verschlägt. Es ist nicht der Anblick an sich, der dich schockiert, auch wenn das Opfer wahrlich grässlich aussieht, sondern die Tatsache, dass du die Person wiedererkennst. Nein, das kann nicht sein. Das ist unmöglich. Du bebst. Schweißperlen breiten sich auf deiner Stirn aus. Tränen brennen in deinen Augenwinkeln. Die Nachrichtensprecherin wird von einer seufzenden Großmutter übertönt, die ebenso wenig wie der Großvater von deiner Lage etwas mitbekommt. Ich wünschte, dein Bruder wäre hier. Ja, das wünschst du dir ebenfalls. Aber... er ist nicht mehr hier. Er ist weg. Für immer. Doch so sehr dich sein Tod auch belastet, für den Augenblick ist es unwichtig. Dein Verstand ist darum bestrebt, eine logische Erklärung zu finden. Er verarbeitet auf Hochtouren Gehörtes und Gesehenes. Aber ein nachvollziehbarer Zusammenhang,
erschließt sich ihm nicht. Ob vor Überreizung oder weil die Welt schlicht ins Chaos stürzt, vermagst du nicht zu sagen. Es spielt ohnehin keine Rolle. Als du merkst, wie deine Sinne schwinden, ergibst du dich bereitwillig der schweren Umarmung gnädiger Ohnmacht. Du hörst nicht einmal mehr, wie deine Großmutter erschrocken deinen Namen ruft. Der Einladungsverweigerer. Du sitzt in einem Auto und fährst durch die fast schon vollendete Nacht. Einzig die in regelmäßigen Abständen stehenden Straßenlaternen erleuchten dem Fahrer den Weg. Nicht, dass er sie brauchen würde. Es ist ohnehin nichts los auf der Autobahn. Seltsam ruhig heute, sagt der Kerl neben dir. Du kennst seinen Namen nicht, genauso wenig wie er deinen. Stimmst du zu. Dir wurde gesagt, dass du nur reden sollst, wenn es nötig ist, und daran hältst du dich. Plötzlich fühlst du dich beobachtet. Gleich darauf erfährst du den Grund dafür. Der Fahrer schaut durch seinen Rückspiegel zu euch. In seinen Augen brennt eine derartige Kälte, dass dir schaudert. Auch seinen Namen kennst du nicht. Das müsstest du nicht, meinte er. Namen seien bedeutungslos. Er hat viele solcher klugen Sprüche auf Lager und du nimmst bereitwillig jedes seiner Worte in dir auf, obwohl du tief in deinem Inneren weißt, dass das alles ein einziger großer Scheißhaufen ist. Der Kerl ist verrückt, ganz klar. Folgt irgendeiner bekloppten Ideologie oder Weltvorstellung. Aber was kümmert es dich? Er hat dich aus dem Dreck geholt und dafür bist du dankbar. Und ihm gegenüber verpflichtet. Außerdem hat er es nicht dabei bewenden lassen. Er hat dir geholfen, dein Leben wieder auf die Reihe zu bekommen, dir einen Weg gezeigt, den Ballast der Vergangenheit zu schultern, ohne darunter zusammenzubrechen. Klar wirst du nie so tief abrutschen wie er und all deine Emotionen über Bord werfen. Dazu fehlte dir die nötige Prise Wahnsinn. Aber zumindest hast du gelernt, sie zu beherrschen. Deine Gefühle und vor allem den Schmerz. Du bist in der Lage, ihn zu deinem Zweck zu verwenden, ihn in etwas Produktives umzuwandeln. Verrückt mag der Anführer dieser kleinen Gruppe, die von Monat zu Monat wächst und gedeiht, ja sein, aber er ist auch ein verdammtes Genie. Genie und Wahnsinn. Bei der Gruppe handelte es sich um eine Art Gang. Nein, eher einen Kult, aber das willst du dir nicht eingestehen. Du bist kein Teil irgendeiner durchgeknallten Sekte, oh nein. Du ziehst nur deinen Nutzen daraus und wirst dich schon bald, wenn du dir sicher bist, dass du alles wieder im Griff hast, absetzen. Ein neues Leben beginnen, der Vergangenheit Lebewohl sagen, endgültig. Wie naiv von dir anzunehmen, dass man dich so ohne weiteres ziehen lässt. Du spürst ihn weiterhin auf dir ruhen, diesen brennenden Blick, obwohl der Anführer sich längst wieder der Straße zugewendet hat. Deinem Partner neben dir scheint es nicht anders zu ergehen. Er zeigt sich immer seltener redselig. Im Vergleich zu dir ist er ein Neuling, doch er hat genauso schnell gelernt, vor allem die Klappe zu halten und Befehlen Folge zu leisten. Zwar erteilt der Anführer keine solchen, aber sobald er einen Wunsch äußert, würde keiner seiner Jünger, zu denen du nicht zählst, je auf die Idee kommen, ihm diesen nicht von den Lippen abzulesen. Eine angespannte Stille legt sich über euch drei, während ihr langsam auf der Straße dahinrollt. Plötzlich wird sie von einem Klingeln zerrissen. Erschrocken reißt du die Augen auf. Verdammtes Telefon! Ohne darüber nachzudenken, holst du es aus der Tasche und wirfst einen Blick darauf. Automatisch verkrampft deine Hand, wie so oft dieser Tage. Sieh schon wieder! Wann begriff sie es endlich? Du lebst nicht mehr, nicht für sie.
Du lebst für niemanden mehr. Du bist gestorben. An jenem Tag, der dir selbst heute so viel Schmerz bereitet, bist du für die Welt verendet. Du wirst nie zurückkehren. Wann geht das endlich in ihren sturen alten Schädel? Wolltest du das nicht loswerden? Du erstarrst vor Schreck. Diese emotionslose, gleichgültige Stimme. Nur eine Frage, kein Befehl, und doch hast du das Gefühl, von einem Peitschenschlag getroffen worden zu sein. Der Anführer hat sich nicht einmal die Mühe gemacht, dafür aufzusehen. Du weißt, was du jetzt zu tun hast. Ohne Widerworte, ohne Beschwerde, ohne nur einen Gedanken darüber zu verschwenden, öffnest du das Fenster neben dir und wirfst das noch immer klingelnde Mobiltelefon achtlos hinaus. Entweder würde es demnächst überrollt werden oder irgendjemand findet es. Soll er glücklich mit deinem alten Leben werden? Du brauchst es nicht mehr. Der Anführer scheint zufrieden. Streng genommen hat sich seine Mimik nicht verändert, aber wenigstens hast du nicht mehr das Gefühl, von eisiger Kälte durchbohrt zu werden. Wenige Sekunden später erreicht ihr euer Ziel. Mitten auf der Fahrbahn haltet ihr an. Der Anführer steigt aus, ihr folgt ihm. Nun steht ihr hier zu dritt auf der erhöhten Autobahn und schaut auf die Strecke unter euch hinab. Die Frage, was ihr hier wollt, nimmt Gestalt in deinem Kopf an, aber du stellst sie nicht. Es wird seinen Grund haben. Ein eisiger Wind fegt über euch hinweg. Du zitterst leicht aufgrund der Kälte. Kein Klagelaut kommt über deine Lippen. Du verharrst, wartest. Aus der Entfernung rollt ein Auto heran. Das einzige weit und breit, wie dir auf einmal wieder bewusst wird. Seltsam. Du erlaubst dir nicht, tiefer darüber zu sinnieren, aus Angst, den entscheidenden Moment zu verpassen. Deine Aufmerksamkeit gilt gänzlich der Erwartung auf eine Aufforderung zur Handlung. Im Wagen liegt ein Stein, erklärt der Anführer aus heiterem Himmel völlig gelassen, indes das Auto unter euch immer näher kommt, wenngleich mittlerweile etwas langsamer. Jemand von euch könnte ihn nehmen und herabfallen lassen. Was? Du glaubst, dich verhört zu haben? Das kann nur ein schlechter Scherz sein. Doch zu Späßen ist der Kerl nie aufgelegt. Ehe du zu einer Reaktion, geschweige denn einem klaren Gedanken fähig bist, macht dein Partner sich schon auf den Weg. Er öffnet die Wagentür, holt besagten Stein und kommt eilig damit zurück. Der Anführer betrachtet dich aus seinen gleichgültigen Augen. Du meinst, einen Vorwurf in ihnen zu erkennen, weil nicht du es warst, der reagiert hat. Er wird schneller, erklärt er, ohne den Blick von dir abzuwenden. Du begreifst nicht, was er damit meint, bis du aus dem Augenwinkel siehst, wie das fremde Auto herangerast kommt. Wie konnte er das nur wissen? Geh auf die andere Seite. Noch immer starrt er dich an. Der Neuling kommt der Aufforderung nach, während dir Angst die Glieder einfriert. Gleichzeitig fährt der Wagen just unter euch hindurch. Auf mein Kommando. Diese Augen ruhen unaufhörlich auf dir. So kann er unmöglich wissen, wann der rechte Moment kommt. Der Stein wird den Fremden verfehlen. Heute wird niemand verletzt. Erleichterung macht sich in dir breit, obwohl dir die Leben anderer schon seit geraumer Zeit völlig gleich sind, wie du dir gern selbst vorspielst. Jetzt! Obwohl in bedächtigem Ton ausgesprochen, erschallt das Wort wie ein Donnerschlag. Der wahre Knall folgt wenige Sekunden später. Nein, denkst du, das kann nicht sein. Er kann unmöglich getroffen haben. Doch das Scheppern, das Klirren, das Kreischen von Metall, all das spricht eine eindeutige Sprache und gegen deine Theorie. Die Laute verstummen so schnell, wie sie erklungen sind. Für eine Sekunde starrt dein Gegenüber dich noch an, dann wendet er sich abrupt ab. Du folgst ihm. Was sollst du sonst tun?
Ihr braucht nur Minuten, um einen Weg hinabzufinden. Du fürchtest dich vor dem, was als nächstes kommt. Ist der oder die Fremde tot? Habt ihr sie umgebracht? Nein, nicht ihr. Der andere hat es getan, nicht du. Du hast damit nichts zu tun. An deinen Händen klebt kein Blut. Ihr erreicht das Auto. Es ist völlig demoliert, liegt weit abseits der Straße. Scheinbar war es mit einer Leitplanke kollidiert und hatte dabei aufgrund der Geschwindigkeit abgehoben, sich mehrfach überschlagen, war gegen Bäume und Felsen gekracht und schließlich zum Stillstand gekommen. Der Anführer wirft einen Blick hinein, nur um gleich darauf zu verlangen: Holt ihn dort raus. Wieder ist dein Partner schneller. Wieder siehst du dich dem brennenden Blick des Verrückten ausgesetzt. Du willst wegrennen, doch du hast zu viel Angst. Er wird dich finden, das weißt du mit eisiger Gewissheit. Derzeit mag seine Macht gering sein, doch sein Einfluss und seine Reichweite wachsen täglich. Wenn du jetzt fliehst, wirst du den Rest deines ohnehin schon erbärmlichen Lebens in Terror verbringen. In Furcht vor seinen Mannen, die nach dir Ausschau halten, um zu tun, was ihr Anführer vorgeschlagen, nicht verlangt hat. Nein, Flucht ist keine Option. Seit jenem Tag ist die Welt für dich zu einem finsteren Ort verkommen. Doch um sie zu verlassen, ist es bei weitem zu früh. So versunken in deine Gedankenwelt hast du überhaupt nicht mitbekommen, wie euer Opfer aus dem Wagen gezerrt und vor dir ausgebreitet worden war. Nun steht der Anführer rechts, dein Partner links von dir und du direkt über der erbarmungswürdigen Seele, dessen Leben ihr zu zerstören im Begriff seid. Von rechts wird dir ein massiger, schwerer Stein gereicht. Du nimmst ihn, ohne zu fragen, entgegen. Der Anführer nickt nur, während er dich mustert. Du wirst tun, was er möchte. Endlich wendest du dich dem Opfer zu. Erstmals, seitdem ihr angefangen habt, ihn zu vernichten. Er öffnet die Augen und du erstarrst. Das kann nicht sein. Der Kerl, der da vor dir liegt, sieht genauso aus wie du. Was ist das für ein krankes Spiel? Was ist hier los? Du bemerkst, dass er dich ebenfalls erkennt. Ihr erkennt euch, weil du er bist und er du. Ihr seid ein und dieselbe Person, nur aus verschiedenen Blickwinkeln. Nein, das ist völlig unmöglich. Ein Zufall, nichts als ein dummer Zufall. Gibt es ein Problem? Nein, kein Problem. Du verhärtest innerlich. Es wird Zeit, mit diesem Teil deiner Vergangenheit abzuschließen. Du bist nicht mehr du, schon lange nicht mehr. Du bist nur noch ein Werkzeug, bestenfalls eine Marionette, ein Mittel zum Zweck, um den Willen des Anführers auszuführen. Du greifst den Stein fester, machst einen Schritt auf dich zu und holst weit aus. Der Entscheider. Hier stehst du. Der Schock sitzt tief. Die Atmosphäre ist zum Zerreißen gespannt. Du weißt, dass ein fehlplatziertes Wort wie ein Funken in einem Schießpulverlager fungieren und alles in die Luft jagen kann. Nur ein einziges falsches Wort und die Zukunft liegt brach. Du weißt das, aber wissen es auch die beiden Menschen, die hier mit dir in diesem Raum sitzen? Deine Großmutter, eine gutherzige, aber tattrige, naive Frau? Dein Großvater, der Militärmann, der jede Form von Schwäche verachtet? Nein, sicher nicht. Es ist ein schrecklicher Tag, doch statt zu trauern, siehst du dich gezwungen, dich auf einem Minenfeld zu bewegen. Dein Bruder ist erst vor wenigen Stunden tot aufgefunden worden. Die Spritze hing noch in seiner Armbeuge.
Das Gift, das ihn umgebracht hat, hat er sich selbst eingeflößt. Bereitwillig, seit Jahren schon. Du wusstest davon und hast doch nie etwas gesagt, hast immer nur weggesehen, hast geholfen, wo du nur konntest, was nichts anderes hieß, als dass du deinen Bruder in seinem Tun unterstützt hast. Nicht gewollt natürlich, nicht bewusst. Du warst schlicht zu schwach, etwas Ernsthaftes zu unternehmen, hast immer wieder bereitwillig seine Lügen, die er vermutlich selbst geglaubt hat, hingenommen. Er würde aufhören, er würde sich bessern. Und dann das gleiche Spiel von vorn. Hättest du doch nur etwas gesagt, dich an deine Großeltern gewandt. Klar, Großvater hätte deinem Bruder grün und blau geschlagen und Großmutter hätte es das Herz gebrochen. Aber es wäre besser als... Wenn du ehrlich zu dir selbst bist, hast du ihn umgebracht. Dieses Wissen, dieser Schmerz wird dich nie wieder loslassen. Eine unumstößliche Wahrheit, die sich gnadenlos in deinen Verstand bohrt. Doch es liegt in deiner Hand, wie alles Weitere um dich herum verläuft. Erklärst du es deinen Großeltern? Sagst du ihnen, dass du alles gewusst, dass du mit angesehen hast, wie dein Bruder zerfallen ist, dass du nichts dagegen hast unternehmen können? Werdet ihr euch dann zusammenraufen? Das Ganze als Familie durchstehen? Irgendwie? Oder wirst du es verheimlichen? Wirst du deinen Schmerz in dich hineinfressen, ihn versiegeln, zusammen mit deinen anderen Gefühlen wegsperren und im Nebel abtauchen, in dem sich alles in Egalität verliert? Aber nein, womöglich folgst du dem Beispiel deines Bruders, tauchst in die Dunkelheit ab, gibst deinen Großeltern, die euch gehegt, gepflegt und geliebt haben, die Schuld an allem, was ihm passiert ist, und unweigerlich mit dir passieren wird. Möglicherweise landest du in einer noch finsteren Dunkelheit, die dich mit Haut und Haaren auffrisst und nichts von dir übrig lässt, außer einer seelenlosen Hülle. Die Entscheidung liegt bei dir. Die Autobahnstraße deines Lebens erstreckt sich vor dir. Du kannst sie langsam dahin fahren. Du kannst sie hinunterrasen. Du kannst eine Abzweigung nehmen. Noch ist alles offen. Entscheide dich, aber sei dir gewiss, dass du mit den Konsequenzen zu leben hast.